Und damit ein herzliches Hallo und willkommen zurück zu Okami. Wir waren oder haben uns in der letzten Folge ein bisschen in Cyan umgesehen und sind jetzt hier bei der guten Frau Rao und ihren Melonen. Wir haben ihr gezeigt, dass wir die gute Amaterasu sind und göttliche Kräfte besitzen. Allerdings kann sie momentan nichts machen, weil sie hat ihre Gebetsstreifen verloren. Was natürlich schon ein bisschen scheiße ist. Land der Götter. Oh, wir haben Schriftrollen. Wir können ja mal ein bisschen wieder durchs Inventar scrollen und schauen, was wir alles Neues gekriegt haben. So, wir haben neue Aufgaben. Natürlich, wir müssen die Gebetsstreifen müssen wir suchen. Dann einmal halt ist der Nebel und Himiko, Königin von Nippon. Aber zu ihr kommen wir noch gar nicht. So. Land der Götter. Man sagt, dass eine heilige Ebene, die göttliche Ebene, sich im Himmel über Nippon befindet. Diese Legende ist uralt und heute weiß niemand mehr davon. Ich habe trotzdem Kenntnis von diesem heiligen Platz. Eines Tages erzählte mir ein Mann eine seltsame Geschichte. Er sagte, die göttliche Ebene ist untergegangen. Er breitete die Schrecken der Zerstörung vor mir aus. Das war unglaublich, aber er schien die Wahrheit zu sprechen. Ich wünschte, ich hätte die Stärke, die Geschichte wiederzugeben. Ich fürchte, mein Pinsel kann diese Bürde nicht tragen. Scheinbar wurde die göttliche Ebene vor langer Zeit zerstört. Die Geister der Götter wurden heimatlos und bewohnten die Erde. Ich versuche nicht daran zu denken, wenn ich in den Himmel sehe. Oh. Oh je. So, wir haben noch in der Tierliste haben wir was Neues freigeschaltet. Und zwar die Kuh. Diese Pflanzenfresser sind stärker, als sie aussehen. Oh ja. Ich hätte auch ein bisschen Angst, ehrlich gesagt, wenn irgendwie eine Kuh auf mich zurennt. So, sieh dir mal all diese Bücher und Schriftrollen an. Ich kann von dem Zeug zwar nichts lesen, aber es sieht beeindruckend aus. So, wir müssen jetzt Gebetsstreifen suchen. Können wir hier weiter? Wo kommen wir da jetzt raus? Irgendwie gefällt mir die Musik nicht. Ah, wir sind jetzt hinten im Garten. Nee, wir sind... Wo zum Henker sind wir? Okay. Wir gucken uns einfach alles mal an. Alle Häuser, wo wir reingehen können. Oh, hi! Das war gar nicht meine Absicht, bei jemandem reinzukommen. Oh Gott, okay. Lasst mich hier kurz mal die Musikinstrumente einmal umdrehen und alles Zeug mitnehmen, was wir hier finden. Und das ist ein Kind. Alles mitnehmen, auch wenn es nur ein paar Yen sind. Das Geld liegt auf der Straße. So große Haufen. So, okay, jetzt reden wir mit den Leuten da vorne. Hallo! Im Ozean schwimmt ein Ungeheuer. Es bewahrt den Frieden des Meeres. Oh, welch Wunder wir erfahren in diesem Wasserdrache so kühn. Das ist ein Lied, das mir mein Großvater beigebracht hat. Anscheinend ist es der Wasserdrache, der das Chaos auf See verursacht. Ein Gott aus dem Drachenpalast. Vom Grund des Meeres. Hast du das schon gewusst, Hühnchen? Ich kann heute nicht lesen, es tut mir wirklich leid. Ein Lieblingssnack. Hallo. Sieh an. Es passiert nicht jeden Tag, dass mich ein Hund besuchen kommt. Was ist, Kleiner? Bist du hungrig? Oder bist du vor dem Chaos an der Ryoshima-Küste geflohen? Ich habe leider nichts für dich, aber du kannst so lange bleiben, wie du möchtest. Oh, ein dreckiger Hund in meinem lieblichen Heim. Geh weg von mir, du flohzerfressener Hund. Hier ist kein Ort für jemanden wie dich. Also ich mag deinen Mann lieber. Der ist wenigstens freundlich, Drecksack. Okay, Gebetsstreifen. Was sind eigentlich Gebetsstreifen? Sind das so Zettel?
wo halt so Gebetsformeln draufstehen. Ich bin ehrlich, ich kenne mich nicht damit aus. Also gar nicht. So, hier gucken wir, da ist noch ein Haus. Aber hier kommen wir nicht rein, okay. Gehen wir da. Oh, da ist ein Portal. Was ist das für ein Portal? Aber erstmal gucken wir hier. Hier können wir rein. Nice. Nice. Oh, hier müssen wir wieder alles umdrehen. Nix. Paien. Nix. Oh, noch mehr Yen. Ja. Was zu essen. Was sich jetzt auch endlich wieder lohnt, weil wir hatten ja vor ein paar Parts hatten wir den zweiten Magen gekauft. Dann einmal die Kiste aufknacken. Stahlseelensake. Erhöht die Verteidigung. Murmel, 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 Murmel. Ich frage mich, was mit dem Kaiser los ist. Seine Krankheit muss der Grund für sein eigenartiges Verhalten sein. Oh, was für ein süßes kleines Hündchen. Vielleicht könntest du meinem armen Mann eine Weile zuhören. Er ist in letzter Zeit so besorgt, dass er mit jedem redet. Alles gut. Aber hier haben wir auch noch nicht das, was ich haben will. Mein Mikro. So. Ist das etwa da, wo wir rein können? Ja. Das ist also der Tempel. Oh, hier können wir buddeln. Guck mal. Upp. Ah, nur eine Perle. Okay. Ich finde alle verstreuten Perlen. Ja, ja. So, komme ich da rein oder werde ich erschossen? Wir sind die Leibwächter von Königin Himiko. Sie ist im Moment im Palast und betet für die Stadt. Ich habe Befehl, dass sie niemanden... dass sie niemanden gestört werden darf. Was? Ich habe Befehl, dass sie niemanden gestört werden darf. Wahrscheinlich, dass sie von niemanden gestört werden darf. Da ich Befehle ernst nehme, darfst auch du nicht rein. Du Kläffer. Okay. Kann ich da durch das Portal? Ich habe irgendwie das Gefühl, wir haben unglaublich viel vergessen. Hm. Wir schauen uns... Wir gehen einfach rein. Oh mein Gott, hier ist der Nebel ja noch dicker. Psst. Psst. Kannst du mich hören? Was? Eigentlich haben wir Dienst. Es ist nur... Ich wollte dich etwas fragen. Hm. Was ist deine Meinung über seine Hoheit? Was meinst du? Du wirst doch nicht an unserem ehrenwerten Kaiser zweifeln. Stimmt zwar, dass er ans Bett gefesselt ist durch seine seltsame Krankheit, aber ich bin voller Hoffnung, dass er sich schon wieder sehr bald erholen wird. Das bin ich natürlich auch. Aber da ist irgendwas mit seiner seltsamen Krankheit, das mich beunruhigt. Dieser wirbelnde Nebel ist doch ein kleines bisschen merkwürdig, oder? Von dem Moment an, als der Kaiser krank wurde, begann er aus seinem Raum zu strömen. Bevor wir es bemerkten, hatte er die ganze Stadt bedeckt. Die Leute leiden auch unter ihm. Nun... Glaubst du, das sind alles Zufälle? Ich gebe zu, es ist ganz schön seltsam, aber es nützt nichts zu versuchen, seine Hoheit zu fragen, wie es ihm geht. Er schickt jeden weg, er will nicht einmal den Arzt sehen. Also gibt es nichts, was wir deswegen unternehmen könnten. Aber was ist mit dem Mädchen, das er ganz allein in eine Zelle hat sperren lassen? Sie sollte nicht alleine eingesperrt sein, sie hat nichts Falsches getan. Du meinst, dieses Mädchen namens Kaguya? Stimmt's? Hm, Befehl ist Befehl. Wir hatten keine andere Wahl, als sie einzusperren. Aber ich kann nicht verstehen, warum seine Majestät das von uns verlangt hat. Die Stadt ist in einem totalen Chaos, seitdem er so krank ist. Ich frage mich, was im Palast vor sich geht. Was ist das? Ha? Guck dir diese Papierstreifen an. Sieht aus, als ob jemand Streifen... Sieht aus, als ob auf jedem Streifen ein Zauberspruch oder sowas drauf wäre. Aber ich habe keine Idee, wie man sie benutzt.
Ich glaube nicht, dass sie uns eine Hilfe sein werden. Ich weiß aber, wem sie eine Hilfe sind. Frau! Frau Melone, wir kommen! Haha, wir haben die Gebetsstreifen, haben wir. Oh, wie süß es aussieht, wie sie da die Streifen im Maul trägt. Da ist die Zone, da komme ich nicht lang, okay. Ich war jetzt etwas verwirrt, wie ich wieder zurück auf den Hauptweg komme. So. Gehen wir zurück zu Rao. Was hast du? Meine Gebetsstreifen. Du hast sie gefunden? In dieser riesigen Stadt? Danke, sie sind unentbehrlich in meinem Kampf gegen böse Wesen. Ich hatte gedacht, eins von ihnen hätte sie mir gestohlen. Den Göttern sei Dank. Ja, deine Fähigkeit, Dinge aufzuschnüffeln, ist wirklich eine göttliche Kraft. Dein Name ist Amaterasu, nicht wahr, Wolf? Nun, Amaterasu, würdest du deine Kraft in unser aller Dienst stellen? Ha? Ihr sagt, wir seien die Antwort auf eure Gebete? Ich sage, ihr seid unsere einzige Hoffnung. Wie ihr gesehen habt, ist die Ryoshima-Küste in Aufruhr, weil sich das Böse aus der Finsternis erhoben hat. Wegen den Kräften der Finsternis. Kräfte der Finsternis? Ja, im Vergleich dazu sind die Monster in der Wildnis gar nichts. Sie haben begonnen, sich über die Ryoshima-Küste zu ergießen. Und solange sich die Königin Himiko in ihrem Palast verkriecht, liegt es nun alles an mir. Normalerweise würde ich meine heiligen Kräfte einsetzen, um jegliche Gefahr von der Stadt abzuwenden, aber dieser Feind ist zu stark für mich. So bleibt mir keine Wahl, als euch um diesen Gefallen zu bitten. Leiht mir eure Kraft. Bedeutet das, dass wir letzten Endes Himiko helfen werden? Ich weiß nicht. Hört sich irgendwie komisch an für mich. Viele glauben, die Königin sei ein Ferkling, sich einfach so zu verkriechen. Aber sie kümmert sich um ihre Untergebenen. Sie betet für unser aller Schutz. Aber nicht einmal sie kann den Wasserdrachen beruhigen und die Stadt läutern, nicht ohne den heiligen Schatz, um ihre heiligen Kräfte zu verstärken. Ich möchte, dass ihr mir helft, ihn zu finden. Ich habe das Gefühl, das ist auf dem Schiff. Bitte, Amaterasu, lass mich dich noch einmal fragen. Wirst du dir anhören, was ich zu sagen habe? Zuhören, was sie zu sagen hat. Schon okay. Verdammt nochmal, lass uns doch zuhören, was die Braut mit den dicken Tüten zu sagen hat. Dicke Tüten? Wie auch immer. Als ihr in die Stadt gekommen seid, habt ihr es da gesehen? Vor der Küste, sobald man die Grenze zu Ryoshima passiert. Das Schatzschiff, das der Wasserdrache versenkt hat. Das Schiff war ein Handelsschiff, das zwischen hier und Übersee fuhr. Es transportierte auf Befehl von Königin Himiko große Schätze. Aber der Wasserdrache attackierte jedes Schiff auf dem Wasser. Er versenkte das Schiff und seine wertvolle Ladung direkt vor dem Hafen. Die Fuchsstäbe, welche die Königin endlich gefunden hatte, ein unendlich wertvoller Schatz mit der Macht, jeden Feind zu besiegen, wäre der wichtigste Schatz der Stadt Zayan. Nein, der wichtigste Schatz in ganz Nippon. Wenn wir jetzt die Fuchsstäbe hätten, dann könnten wir all das Böse vertreiben. Amaterasu, wirst du mit mir zum Schatzschiff gehen und mir helfen, die Ladung nach den Fuchsstäben zu durchsuchen? Du möchtest von uns was? Ja. Ihr wollt, dass wir auf dem versunkenen Schatzschiff nach Schätzen suchen? Nun, ich würde alles für eine süße Braut machen, aber... Aber wenn meine Chefin Nein sagt, dann kann ich nichts dagegen tun. Nun, Chefin, helfen wir nun dieser vollbusigen Braut oder nicht? Frau bei der Schatzsuche helfen? Ja. So sei es. Nun, die Chefin hat gesprochen. Ha? Was soll denn das, Emmy? Dank dir, Amaterasu. Du bist ein wahrer Engel. Okay, dann lasst uns direkt zum Schatzschiff gehen. Jedoch, wir müssen noch eine Weile warten, bis der Neumond aufgeht. In den Untiefen, man nennt sie die Mondlagune, wo das Schiff auf Grund liegt, geht die Flut erst dann zurück, wenn der Neumond vom Mondturm aus zu sehen ist.
Wenn die Flut zurückgegangen ist, dann ist es einfach, in das Schatzschiff zu gelangen. Wir werden uns am Schiff in der Nacht des nächsten Neumonds treffen. Okay. Kann ich nicht einfach dem... Junge Amy, du bist ja ganz versessen darauf, der Braut zu helfen. Nun, ich konnte zu den beiden auch nicht Nein sagen, aber sie sollten deswegen nicht unachtsam werden. Ich meine, wer weiß, vielleicht ist diese vollbusige Braut eine Marionette von Himiko. Und wenn sie etwas Übles vorhaben, dann sollten wir diese Fuchsstäbe in unsere Hände bekommen, bevor sie es tun. Da sagst du etwas. Außerdem habe ich das Gefühl, dass hier in der Stadt momentan sowieso nicht so viel zu tun ist. Also gehen wir wieder zurück an den Strand. Aber bevor wir rausgehen, speichern wir einmal fix. Hätte ich eigentlich auch eben bei Rao machen können, aber das habe ich irgendwie vergessen. Vergessen, weil ich bin doof. Doof, 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 doof. So, dann hier einmal. Da vorne war doch ein, genau. Ja, ich möchte speichern. Ich möchte speichern, danke. Dann mal raus hier aus dem ekligen Nebel. Voll eklig. Nee, 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 nee. Wir wollten da lang. Es ist dunkel. Ach ja, jetzt sind wir bei der Brücke. Nee, wir sind hier unten. Oh, großer Haufen. Oh, hallo, guten Morgen. Wir waren noch gar nicht da bei dem Turm. Bei dem Turm, bei der Insel da mit dem Häuschen. Fällt mir dazu gerade ein. Die Musik hier ist schön. So, wie war das? Hui! Reicht das? Nö. Also nochmal. Hui! Hopp! Sehr gut. Papiere mit heiligen Formeln. Was ist denn das hier? Oh, ich habe gar nichts mehr zu essen. Oh, okay. Aber ich hätte das Schild lesen können. Ja, ich bin jetzt einfach reingelaufen. Ach nee, ein Dojo. Sieh an, wer da ist. Sei gegrüßt, mein kleiner Wolfsfreund. Hä? Hey, Großwetterchen, was machst du hier? Ich bin so schwer zu fassen wie meine Kampffähigkeiten, Freund. Egal, ob es eine einsame Insel in den Wellen des Meeres ist oder der kahlste Gipfel eines Berges. Ich ziehe auf dem Weg des Kriegers durch das ganze Land. Und was hat dich hierher gebracht? Suchst du schon wieder meine Anleitung in der Kunst des Kämpfens? Habe ich so viel Geld? 1, 2, 3. Ich glaube ja, ne? Doppelsprung! Oh nein! Na, oh, jetzt habe ich mich verklickt. Wir haben auch nichts anderes erwartet. Ein Ort wie dieser, bla. Ich habe auch nichts. Oh. Okay. Dadurch, dass ich jetzt abgebrochen habe, wollte er mir nicht mehr Brei bringen. Menno! So, du bist also wiedergekommen. Bist du gekommen, um deine Fähigkeiten zu verbessern? Ja. Also hast du dich dazu entschieden, dich weiter in der Kunst des Kampfes zu üben. Ich schätze, ich habe keine Wahl. Ich werde dir deinen Wunsch erfüllen und dir erlauben, in diesem Dojo zu trainieren. Aber ich muss dich warnen. Diesmal werde ich mich nicht zurückhalten. Oh. Der Typ ist halt schon mega gruselig, oder?
Wow, bist du mental darauf vorbereitet, dich der ultimativen Herausforderung zu stellen? Tritt ein und wir werden dich testen. Ich bin eingetreten. Dann lass uns mit dem Training beginnen. Wir werden die Göttertechnik Heiliger Adler trainieren. Nimm dir diese Tipps zu Herzen und erinnere dich daran, während wir trainieren. Heiliger Adler Göttertechnik-Tipps. Drücke A, um in den Himmel aufzusteigen, also Sprungtaste. Drücke sofort noch einmal A, Sprungtaste, in der Luft. Du stößt dich noch einmal ab in der Luft und schwingst dich auf zu neuen Höhen. Umso länger und härter du A drückst, umso höher kommst du. Nun, hast du alles verstanden? Hast du die Erklärung verstanden? Ja. Nun dann, ich gewähre dir diese Technikschriftrolle. Lies sie, wenn du vergessen hast, wie es heißt, was es heißt, ein Krieger zu sein. Verstehe sie mit deinem Körper, wie mit deinem Geist. On guard! Okay. Gut gemacht! Olle, olle, olle. Das reicht jetzt. Sehr beeindruckend. Du hast mir deinen Kriegergeist gezeigt. Du darfst diesen Geist nicht vernachlässigen. Trainiere jeden Tag, um ihn zu stärken. Du kannst jetzt gehen. Zeige diesen verdorbenen Kreaturen die wahre Natur eines Kriegers. Also haben wir jetzt einen Doppelsprung. Yay. Okay, sehr gut. Und was war noch das andere? Haben wir noch Zeit? Das andere gucken wir uns auch noch an, wenn wir genügend Geld haben. Hör zu, Wolf. Erfahrung in einer Fähigkeit zu gewinnen ist wünschenswert. Aber du darfst nie den Willen zur Möbgesicht. Ja, wir haben da einen Tower, wo wir raufspringen können. Das hatte ich noch gesehen. Da sind wir einmal nicht raufgekommen. Glaube ich, vor 2 oder 3 Parts war das. So, wir gehen noch einmal raus und dann wieder rein und dann gucken wir uns das andere nochmal an. Hallo, alter Mann. So, du bist also wiedergekommen, mein kleiner wölfischer Freund. Buddelkönig, werde der ultimative Buddler. Grabe in Gelände, das zu hart war. Ja, das will ich. Also, hast du dich dazu entschieden? Die Kunst des Kampfes. Ich werde dir deinen Wunsch erfüllen. Du kannst in diesem Dojo... Au! Oi, oi, oi. Hira! Bist du mental darauf Herausforderung? Ja, nee. Nee, eigentlich nicht. Eigentlich habe ich... Boah, nee. Ist mir zu anstrengend. Ich höre auf. Dann lass uns mit dem Training beginnen. Wir werden die Göttertechnik Buddelkönig trainieren. Nimm dir diese Tipps zu Herzen und erinnere dich daran, während wir trainieren. Beruhige deinen Geist und drücke wiederholt Y, also die Buddeltaste. Konzentriere dich und du kannst an Orten graben, an denen es vorher nicht konntest. Dann grabe einfach weiter. Nun, hast du alles verstanden? Ja. Nun dann, ich gewähre dir diese Technikschriftrolle. Lies sie, wenn du vergessen hast, was es heißt, ein Krieger zu sein. Verstehe sie mit deinem Körper, wie mit deinem Geist. On guard. Okay. Ich hab gebuddelt. Das reicht jetzt. Sehr beeindruckend. Du hast mir deinen Kriegergeist gezeigt. Trainiere jeden Tag. Du kannst gehen. Bla. Sehr gut. Oh, der hatte was droppen lassen. Oh. Oh, Lieblingssnack. Nice. Sehr gut. Du hast wohl genug was. Hör zu, Wolf. Erfahrung in einer Fähigkeit zu gewinnen ist wünschenswert. Aber du darfst nie den Willen... Blub, blub, blub. Das erzählt uns hier auch jedes Mal aufs Neue. Meine Güte. Was für ein Nervbolzen. Der soll sich mal eine neue Platte einfallen lassen. Aber jetzt können wir den Doppelsprung machen. Doppelklang. Und wir können hier buddeln. Guck mal. Ja. Weil dann müssen wir jetzt Backtracking machen und die ganzen Kisten raussuchen, die vorher unter hartem Stein waren. Kristall erhalten. Kristall, der einen verzaubernden Glanz ausstrahlt. Ah. Ich mag Backtracking nicht so gerne. Vor allen Dingen habe ich mal das Gefühl, dass es für euch dann ein bisschen langweilig, wenn ihr mir dann zuschaut, wie ich halt Dinge nochmal entlang laufe, die wir schon angeschaut haben.
Nein. Ups, das war irgendwie kann ich das nicht mehr so gut. Ah, okay. Dann eben so. Egal. So. Da oben, genau, da wollten wir nochmal rauf. Zack. Da werden wir auch noch hinlaufen. Und dann da oben hochspringen. Ich weiß gar nicht, ja, weil den Mond können wir rufen, oder nicht? Das war doch irgendwie so. So, jetzt können wir aber da oben rauf. Was ist denn mit dir los? Ah, ich weiß, du willst hier raufklettern. Nun, du hast diese Technik gelernt, oder? Auf was wartest du noch? Spring mit aller Kraft. Ja, ja, ich bin nur zu blöd dafür. So, jetzt. Danke. Genau, das ist der Vollmondturm oder so ähnlich. Wow, was für ein schöner Ausblick. So schade, dass das versunkene Schiff ein wenig stört. Sieht ganz schön traurig aus, was? Hey, sieh mal, was ist denn das für eine seltsame Form, die das Wasser hat? Sieht aus wie ein riesiger, sichelförmiger Mond oder sowas. Die Form ist zu perfekt, um ein Korallenriff zu sein. Hey, was hat die vollbusige Braut nochmal gesagt? Irgendwas von einem Mondturm. Ich frage mich, ob das Ding hier gemeint war. Was hat sie nochmal gesagt gehabt? Wir müssen den Mond, rufen. Ich würde einfach mal sagen, das machen wir in der nächsten Folge. Dass wir uns das Schiff einmal genauer anschauen. Vielen lieben Dank, dass ihr weiterhin hier dabei seid bei Okami HD. Ich bin Whitey. Das ist Amaterasu, die langsam ein bisschen müde wird. Wir sehen uns im nächsten Part. Ich hoffe, ihr freut euch drauf, dieses wundervolle Schiff ein wenig anzugucken. Doch bis dahin... Knutsch, knutsch.